Da gerade Pfifferlingssaison ist, bietet sich natürlich an, dass ich mit diesen schmackhaften aromatischen Pilzen mal ein schönes Pilzgericht mache. In diesem Fall mache ich ein deftiges Pfifferlingsragout und die serviere ich dann auf Spaghetti. Also bleibt dran, das wird eine schmackhafte Sache, das verspreche ich euch. Gleich nach dem Intro geht's los. Ja, willkommen bei Kochen, Backen und Wursten mit Mike. Wie immer erstmal ein Überblick über die Zutaten. Das sind frische Pfifferlinge. Hier habe ich zwei große Zwiebeln. Hier habe ich von meiner eigenen Herstellung, von meinen eigenen gemästeten Schweinen, schönen fetten Bauchspeck. Das sind 200 Gramm Schmand. Schmand ist nichts anderes als saure Sahne. Die hat jetzt hier 24% Fett, das sind 200 Gramm. Hier 200 Gramm Sahne. Hier zwei gute Portionen Spaghetti, die ich gerade frisch gekocht habe und eingeölt habe, damit sie nicht zusammenkleben. Wir würzen mit Salz und Pfeffer aus der Mühle. Hier ein ganz tolles Olivenöl, so sieht das aus. Da habe ich mir gleich mehrere Kanister mitbringen lassen. Hat mir ein guter Freund besorgt, vielen Dank dafür. Und hier habe ich von meinem Hochbeet gerade frisch geerntet Oregano, Majoran und hier ganz junger Rosmarin. Den muss man also nicht irgendwie zupfen. Der ist noch nicht verholzt und gar nichts. Genauso mit dem Oregano hier. Und das ist der Majoran. Also, das wird richtig lecker. Zu den Vorbereitungsarbeiten zählt erstens die Kräuter fein schneiden. Das mache ich hier auf dem großen Brett mit meinem großen scharfen Küchenmesser. Schon entwickelt sich hier in der ganzen Küche ein sehr aromatischer Duft. Frische Kräuter sind also durch nichts zu toppen. Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, das ist wie Medizin. Und deswegen benutze ich auch viel von den Kräutern. Ihr werdet sehen, nachher in der Soße fällt das zusammen und dann sieht es gar nicht mehr so viel aus. Und da ich diese Kräuter ja selbst anbaue, ist es ja vom Preis her auch erschwinglich. So, das ist schon fein genug jetzt. Vorbereitungsarbeit Nummer 2 ist diesen schönen Bauchspeck in Würfel schneiden. Wer das Essen vegetarisch möchte, der lässt diese Zutat einfach weg. Veganes Gericht kann es nicht werden, weil wir haben ja Schmand und Sahne dabei. Und schön fein schneiden, denn je feiner diese Würfel sind, desto unaufdringlicher ist es dann nachher beim Anrichten. Und wem diese Würfel hier zu fett sind, der kann sich gerne ganz mageren Bacon besorgen. Vorbereitungsarbeit Nummer 3 ist die Zwiebel pellen, das habe ich bereits gemacht. Und jetzt in feine Würfel schneiden. Da gibt es ein eigenes Video von mir, wie man Zwiebeln am schnellsten und besten pellt und dann auch gewisse Schneidetechnik. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox unter diesem Video. Solltet ihr mal reinschauen. Hier nur so viel. Wichtig ist, dass man die Wurzel ziemlich ganz lässt. Und dann kann man die nämlich in der Hälfte teilen. Und jetzt so einschneiden. Erstmal vertikal bis hin zur Wurzel. So, und dann horizontal, auch bis fast zur Wurzel durch. Und je nachdem, wie fein man die Würfel haben möchte, kann man mehr oder weniger Einschnitte machen. Mir reicht das jetzt hier. So, und jetzt einfach so runterschneiden und schaut mal, wie fein die Zwiebelwürfel sind. Viel feiner dürften die nicht sein, weil sonst sind sie hinterher ganz verschwunden. So, und das kommt in eine Gemüsebrühe. Ich nehme übrigens zwei von diesen richtig schönen großen Zwiebeln, weil Zwiebeln sind wirklich ein guter Geschmacksträger, wenn man die anröstet. Und das unterstreicht dann nochmal das Pilzaroma. Vorbereitungsarbeit Nummer 4 ist die Pilze putzen. Und egal was im Internet steht,
wenn da empfohlen wird, die Pilze gründlich waschen, davon rate ich ab. Denn wenn das wirklich Waldpilze sind und die im Wald gestanden haben, dann ist da auch, sind da keine Pestizide oder sonst was dran. Da können höchstens mal ein paar Bröckchen Erde dran sein und die bürstet man mit einem Borstenpinsel ab. Übrigens, wer das nicht weiß, das sind echte Schweineborsten. Als ich vor über 45 Jahren in der Fleischerlehre war, haben wir natürlich auch selbst geschlachtet. Und dann haben wir immer die Borsten aufgehoben auf dem Boden und trocknen lassen. Und die hat mein Chef dann immer verkauft. Wenn man die Pilze nämlich wischt, dann saugen die sich voll mit Wasser. Und wenn man die dann anbraten will und man will Röststoffe erzeugen und ein richtiges Aroma rausholen, geht das natürlich nicht mehr, weil die voller Wasser sind. Also frische Pilze. Es gibt ja auch getrocknete Pilze. Die muss man dann einweichen und den Fond, der da entsteht, dieses Pilzwasser, das ist dann auch hocharomatisch und das kann man dann natürlich auch mit verkochen. So, ich schaue mir jeden Pilz dann an. Die Zeit muss einfach sein. Was ich mache, ich schneide jetzt die zu großen, schneide ich ein bisschen klein. So sollten die Pfifferlinge dann aussehen. Jetzt kommt hier was von dem super Olivenöl rein, ruhig reichlich, weil die Pilze nehmen natürlich auch das Öl auf. Und weil die Pfifferlinge am längsten brauchen, kommen sie natürlich auch als erstes in die Pfanne. Und wie ich das vorhin schon erwähnt habe, wenn ihr die Pilze jetzt gewaschen hättet, wäre die Pfanne jetzt voller Wasser und euch würde das Anrösten nicht gelingen. Natürlich entsteht durch diese Röstaromen erst der Geschmack und dadurch schmeckt überhaupt der Pfifferling erst richtig gut. Und vor allen Dingen im Schmand oder in der Sahnesoße. Ja, und schaut mal, so viele Pilze sind das dann gar nicht mehr. Und genauso wird es nachher mit den Zwiebeln und den Kräutern sein. So, jetzt können die Zwiebeln dazu, weil die sollen natürlich auch schön mit abrösten und auch ihr Aroma dazu beitragen. Die Pfifferlinge und die Zwiebeln haben jetzt schon etwas Farbe genommen. Erst jetzt gebe ich hier meinen Bauchspeck dazu. Wenn man den zu lange mitröstet, in dieser feinen Struktur, in diesen Würfel, die ich den geschnitten habe, wird er schnell hart. Zumal ich den Bauchspeck vor einem Vierteljahr gemacht habe und der ist in der Zeit auch getrocknet. Also deswegen braucht er nur eine Minute, mehr nicht. Und jetzt würze ich mit Salz und Pfeffer. Jetzt die Kräuter dazu, ganz zum Schluss. Nur kurz mit unterheben. Wir wollen ja auch so viele Vitamine und Geschmacksstoffe erhalten, wie es nur geht. Und jetzt schon gleich ablöschen mit der Sahne. Den Schmand gebe ich auch dazu. Und das kühlt erstmal schön runter, damit die Pilze und die anderen Zutaten hier nicht verbrennen. So, schaut mal, sieht das nicht schön aus? Also ich finde so ein Gericht wirklich prima, sehr lecker. Mein Pfifferlingsragout ist nun fertig und ich habe schon mal gekostet. Das ist wirklich lecker. Durch die Sahne und die saure Sahne, also den Schmand, gibt es noch zusätzlich eine pikante Note. Also jetzt geht's zum Anrichten. Und so sieht mein Pfifferlingsragout auf Spaghetti aus. Ich habe ja vorhin schon mal probiert, schmeckt sagenhaft. Ich habe zur Garnitur hier nur eine Cocktailtomate verwendet, wegen der Farbe und die drei Kräuter, die ich verwendet habe. Also, das war mein kleines Pfifferlingsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, bitte Daumen nach oben. Abo nicht vergessen. Alles Wissenswerte steht wie immer in der Infobox unter diesem Video. Da findet ihr auch einige interessante Links. Schaut mal rein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und sage zum Schluss wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video.